Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe euch ehrlich gesagt schon vermisst. Dabei war ich nur letzte Woche Sonntag so gesehen out of order. Ich habe einfach es nicht geschafft, ein Video zu machen, weil diese Kellersache, die ist einfach so krass explodiert, weil so viel Wasser kam. Aber jetzt gerade ist es besser geworden. Es ist noch nicht ganz weg. Was auch ein bisschen bedenklich ist, weil es jetzt schon seit 4 Tagen, glaube ich, nicht geregnet hat. Aber es ist besser. Wir können jetzt endlich wieder bis zu 7 Stunden schlafen, ohne dass wir Wasser abpumpen müssen. Deswegen ist das schon mal ein Fortschritt. Auf jeden Fall habe ich richtig Lust, ein Video zu drehen und mal wieder über was anderes nachzudenken. Und da natürlich der Februar jetzt vorbei ist, wisst ihr, was jetzt kommt. Der Lesemonat für den Februar. Und ich hoffe, dass jetzt auch bald der Frühling losgeht, nachdem der schreckliche Februar für mich vorbei ist. Aber auf jeden Fall war ich lesetechnisch wirklich sehr erfolgreich, fand ich. Also für den Umständen entsprechend habe ich es geschafft, 22 Bände zu lesen. Finde ich wirklich in Ordnung. Und ich würde sagen, wir fangen wieder an mit den Verlegen, wo ich am wenigsten gelesen habe. Den Anfang für dieses Video macht diesmal Tokyopop, was mich selber ein bisschen wundert, weil ich hatte im Februar keine einzige Neuheit von Tokyopop wirklich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich was falsch gemacht habe bei meinen Vorbestellungen. Ich sollte das auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Aber auf jeden Fall habe ich hier die rothaarige Schneeprinzessin Band 25. Und ich bin das erste Mal überhaupt auf dem aktuellen Stand bei der Reihe, was mich mega, mega, mega freut. Aber ich glaube, man muss jetzt hier relativ lange warten. Auf jeden Fall bin ich echt froh, dass dieser Arc jetzt vorbei ist, weil jetzt hier in diesem Band kehren sie endlich wieder zurück in das Schloss. Und ich muss sagen, ich habe echt sehnlichst darauf gewartet, weil irgendwie hat mir die Reise von Shirayuki und Obi nicht so gefallen, muss ich zugeben. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt eher wieder zurück ins Schloss geht und da dann hoffentlich um die Angelegenheiten vor Ort. Und ja, da freue ich mich. Ich fand nichtsdestotrotz den Band ganz gut, weil hier ging es ja um einen Fall, der aufgeklärt wird, um ein Parfüm, was so ein bisschen die Leute verrückt macht und um eine Frau, die ihre ganz eigene Geschichte damit hat. Und das war ziemlich interessant. Ich finde auch den Zeichenstil wirklich sehr schön. Ich habe den letztens mal verglichen mit den ersten Bänden und der hat sich wirklich echt gut gewandelt. Deswegen, ich bin ganz froh, dass ich die Reihe nicht gedroppt habe. Ich bin gespannt, wie der nächste Arc wird. Ich bin generell gespannt, wie lange die Reihe wirklich mal gehen wird, weil grundsätzlich, muss ich zugeben, hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn die jetzt nicht so lang gehen würde wie so ein Jona. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Falls ihr da mehr wisst, gerne in die Kommentare. Aber ich mag die Reihe, sie ist wirklich sehr entspannt, aber mich nervt so ein bisschen das Warten auf den nächsten Band jetzt. Naja, aber was muss, das muss. Kommen wir zu Manga Kalt. Auch hier habe ich einen Band gelesen. Und zwar habe ich weitergelesen bei A Man and His Cat, und zwar Band 3. Und ich fand ihn wirklich süß. Also jetzt, auch da bin ich froh, dass ich die Reihe nicht gedroppt habe. Da hatte ich auch erst überlegt, ob ich sie abbreche, weil ich hatte eine Zeit lang so eine Phase, wo ich eigentlich am liebsten echt viele Reihen rausgeschmissen hätte. Aber hier fand ich den dritten Band wirklich sehr, sehr süß, weil ich finde auch die Hintergrundgeschichte von unserem Protagonisten, dem alten Herrn, wirklich mega interessant. Der scheint echt schwierige Schicksalsschläge hinter sich zu haben und die werden wir jetzt entdecken. Auch mit Angstzuständen hat er teilweise zu kämpfen bei bestimmten Situationen und das finde ich ziemlich interessant. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie eine kleine Katze jemanden aufmuntern kann, der gerade wirklich in einem Tief ist, und ich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Message und kann die Reihe wirklich sehr empfehlen. Sie ist zwar immer sehr, sehr dünn, was ich super schade finde, aber trotzdem, oh, ich finde die Geschichte echt niedlich. Kommen wir zu Hayabusa. Auch hier habe ich einen Band gelesen, und zwar den vorletzten Band von Lonely Castle in the Mirror. Und oh mein Gott, der war richtig krass gut. Ich habe leider immer noch so, so viele Fragezeichen in meinem Kopf und ich hoffe, dass Band 5 die aufklären kann. Aber die Geschichte ist so spannend und so gut und ich bin echt, ich kann es gar nicht aushalten zu wissen, wie es ausgeht, weil ich habe schon sehr, sehr viele Theorien gesponnen, was etwas bedeuten kann, wer was damit zu tun hat. Ich kann jetzt nicht so viel sagen, aber es gibt da bestimmt so viele Hinweise darauf, was jetzt eigentlich es mit dem Wolfsmädchen auf sich hat und auch mit den, mit dem Schloss, wo die Kinder sich befinden. Ich kann es gar nicht aushalten. Vor allen Dingen werden wir jetzt in dem letzten Band wahrscheinlich noch Hintergrundgeschichten von den anderen verbliebenen Kindern erfahren. Und ich glaube, die werden sehr, sehr spannend und tragisch. Und ja, ich kann es auf jeden Fall nicht aushalten. Ich freue mich mega auf den Abschlussband. Und wenn der mir nicht alle Fragen klären sollte, was ich jetzt mal nicht hoffe, aber wenn das so sein sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall den Roman holen, weil ich muss da alles drüber wissen.
Diese Geschichte ist so toll. Deswegen schaut da gerne mal rein. Das ist wirklich so spannend. Weiter geht's mit Crunchyroll. Auch hier habe ich einen Band gelesen. Und zwar den 29. Band von Seraph of the End. Und ja, hier geht es ja gerade auf das große Finale zu. Und ich fand den 29. Band wirklich sehr, sehr spannend. Weil es wirkt so, als ob unser Protagonist keinen anderen Ausweg hat als dieser, den es jetzt halt gibt. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auch mega darüber, mehr über die Vergangenheit von Mika und Yu zu erfahren. Das sind ja unsere beiden Hauptprotagonisten, beziehungsweise Yu ist der Hauptprotagonist und Mika sein bester Freund. Und es ist sehr, sehr interessant, was es eigentlich damit auf sich hat und wo die beiden herkommen und warum das halt alles so ist, wie es ist. Das hat sich ja schon im letzten Band geklärt, warum die Welt jetzt in diesem Zustand ist, wie sie gerade ist. Und was es für eine Lösung gibt, um das zu heilen. Aber mit dieser Lösung ist unser Protagonist halt nicht einverstanden. Und es ist ziemlich spannend. Ich bin gespannt, wie sie das Ende machen werden. Ich kann auch nicht sagen, mit was ich zufrieden wäre. Ob ich jetzt mit, sagen wir mal, dem guten Ende zufrieden wäre oder doch, wenn etwas Tragisches passiert. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen werden. Und ich kann es echt noch gar nicht einschätzen. Ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend. Ich bin einfach total gespannt, wie das enden wird. Und ja, wirklich doch eine sehr, sehr tolle Reihe. Ich bin froh, dass ich sie auch nicht abgebrochen habe. Sie war auch auf der Kippe. Aber jetzt werde ich sie definitiv beenden. Weiter geht's mit Ultraverse. Hier habe ich 3 Wände gelesen. Und zwar habe ich hier den Abschlussband von Merit und der ägyptische Gott gelesen, nämlich Band 2. Und es war wirklich süß. Ich muss sagen, ich hätte gerne mehr von der Reihe gelesen. Und so wie es sich auch angehört hat, hätte es auch mehr noch gegeben. Aber scheinbar, glaube ich, ist das so ein Titel, der zu Ende gebracht werden musste. Weil hier wurde zum Schluss noch gesagt, ja, der Charakter, den gibt es eigentlich auch noch. Aber da ich keine Zeit mehr habe, den zu zeichnen, jetzt mal hier kurz vorgestellt. Und das ist ein bisschen schade. Ich mochte die Geschichte gerne. Sie war wirklich sehr, sehr niedlich. Ich mochte das Setting gerne. Ich mag ja so ein ägyptisches Setting. Und ich mochte die einzelnen Götter, die es da gab. Ich fand das wirklich einen soliden Zweibänder und auch eine schöne Romance-Geschichte. Deswegen, ich kann mich nicht beschweren. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, ich hätte auch noch einen dritten Band genommen. Definitiv. Hat mich wirklich sehr unterhalten. Kann ich empfehlen. Dann habe ich eine neue Reihe angefangen. Und zwar mit einem endlos langen Titel. Und zwar: Ich täuschte Amnesie vor, um meinen Verlobten loszuwerden. Da behauptete er, vor deinem Gedächtnisverlust warst du in mich verliebt. Band 1. Und hier war auch so ein Shoujo-Star dabei. Ganz cool. Und ich muss sagen, ich fand den ersten Band wirklich ganz süß. Es ist jetzt nicht so tiefgründig. Also es kommt mir zumindest vom ersten Band nicht wirklich sehr, sehr tiefgründig vor. Ich mag irgendwie die Geschichte ganz gerne. Ich stehe auch momentan auf so eine Romance-Geschichte, muss ich zugeben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass unsere Protagonistin nicht wirklich gut klarkommt mit ihrem Verlobten, beziehungsweise die beiden nicht wirklich immer Gesprächsthemen haben. Er ist sehr schweigsam und ihr ist so die Situation immer sehr unangenehm. Und sie hat das Gefühl, dass er sie halt auch nicht mag und sie jetzt auch ihn nicht so krass wirklich dolle. Und sie möchte eigentlich gerne die Verlobung auflösen, hat aber keine Ahnung, wie sie das machen soll. Und dann passiert ihr so gesehen ein Glück im Unglück, nämlich sie hat einen Unfall mit ihrer Kutsche. Und daraufhin bietet sich ihr die Chance, dass sie vortäuschen kann, ihr Gedächtnis verloren zu haben. Und das macht sie auch, in der Hoffnung, dass ihre Verlobung mit unserem Protagonisten ja so gesehen gecancelt wird. Aber dieser hat seine ganz eigenen Vorstellungen, was er da jetzt macht. Nämlich, dass er ihr sagt, ja, aber du warst doch, also wir beide waren total ineinander verliebt, was ja definitiv eine Lüge ist. Und die Protagonistin versteht nicht so ganz, warum er das behauptet. Und hier wird so ein bisschen, ja, ergründet, was das jetzt eigentlich damit zu tun hat. Und ich muss sagen, es ist schon vieles ziemlich offensichtlich, was wahrscheinlich die Hintergründe so dahinter sind. Ich finde es ganz niedlich, vor allen Dingen, weil beide so gesehen sich gegenseitig die ganze Zeit eigentlich belügen. Und oft auch gesagt wird, dass Lügen in der Beziehung halt richtig kacke sind und die beiden sich dann halt sehr ertappt fühlen. Also ich bin gespannt, wie das so weitergeht, muss ich zugeben. Also ob die beiden, also wahrscheinlich schon, aber wie sich jetzt so eine Beziehung daraus entwickelt, wo sich beide halt im Endeffekt die ganze Zeit nur belügen. Das finde ich interessant. Es ist jetzt wirklich nicht so, also es hat nicht das Rad neu erfunden. Es ist wirklich ein süßer, süßer Shoujo, muss ich sagen. Ich finde ihn wirklich sehr toll zu lesen. Der erste Band hat mir gut gefallen. Ich kann es empfehlen. Und deswegen, ich bin gespannt auf den zweiten Band. Finde den Titel halt echt gottlos lang. Also wirklich. Aber ich wüsste auch gar nicht, wie ich ihn abkürzen sollte. Wahrscheinlich täuschte Amnesie vor.
Mal gucken. Aber auf jeden Fall kann ich wirklich den ersten Band sehr empfehlen. Dann habe ich noch eine neue Reihe von Altravis angefangen. Und zwar habe ich mich in den Kommentaren mit jemandem darüber unterhalten, der mir auch gesagt hat, dass die Reihe jetzt im März endet. Und da ich sie eher auf dem Schirm hatte, habe ich gedacht, oh, ich möchte es schon gerne anfangen. Und dann wurde auch noch in den Kommentaren so davon geschwärmt, sodass ich nicht widerstehen konnte. Und ich habe mir geholt Reliana, warum sie die Verlobte des Dukes wurde. Ich weiß immer nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ich hoffe. Aber auf jeden Fall, ich bin einfach so süchtig nach Webtoons und irgendwie, ich muss halt auf alle laufenden Reihen, die ich gerade habe, immer warten. Und da kam mir das wirklich sehr gelegen, dass mein Webtoon abgeschlossen ist. Und ja, ich habe gedacht, ich gucke mir den ersten Band erstmal an und dann entscheide ich. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich hat mir der erste Band gefallen. Ich habe mir danach direkt erstmal den Schuber, der im März rauskommt, vorbestellt. Nicht, dass ich ihn nicht mehr kriege. Und dann auch noch zwei weitere Bände. Also von daher, ja, ich bin begeistert auf jeden Fall. Also es ist ähnlich wie viele Webtoons, die ich lese. Und zwar ist es so, dass unsere Protagonistin eigentlich aus der realen Welt kommt, wo sie eine Studentin ist und eigentlich durch viele Prüfungen schon durchgefallen ist und nur am Lernen ist, um halt auf irgendeine Uni angenommen zu werden. Dort passiert es dann, dass sie verstirbt und sie wird wiedergeboren als eine Romanfigur, aber diesmal nicht als Bösewichtin, so wie aus anderen Webtoons, sondern sie ist eigentlich eine Nebenrolle in dieser Geschichte. Und diese Nebenrolle wird in dem Roman von ihrem Verlobten eigentlich umgebracht. Und die Protagonistin der eigentlichen Geschichte findet dann so gesehen raus, wer der Täter ist. Aber natürlich möchte unsere Protagonistin, die die Nebenrolle spielt, ich rede ein bisschen verwirrend, tut mir leid, nicht sterben und versucht jetzt alles, ihren Verlobten, das ist dieser hier, ja, loszuwerden. Und da sie ja Geheimnisse kennt von vielen der Charakteren aus diesem Roman, weil sie diesen ja gelesen hat in ihrer Welt, schlägt sie dem Duke aus diesem Land, der eigentlich der Protagonist des Romans ist und eigentlich mit jemand anderes zusammenkommt, einen Deal vor, nämlich, dass sie gerne oder er ihr Verlobter spielen soll, sodass sie ihren anderen Verlobten los wird, weil der Duke natürlich höher steht als jetzt irgendein Herzog. Und er lässt sich darauf ein, weil sie etwas in der Hand gegen ihn hat. Und so lernen sich die beiden halt kennen und versuchen, ja, so gesehen, ihr Spiel damit so durchzuziehen. Das ist so das Grundsetting, aber ich denke mal, hier wird es noch ein bisschen mehr gehen, weil hier ist es natürlich auch so, dass die Protagonistin gerne, glaube ich, in ihre Welt zurück möchte. Und ja, ich stehe ja sowieso auf Intrigen von Adelshäusern und ich mag generell Adelshäuser sehr, sehr gerne. Und diese Zeitepoche, ich stehe da einfach total drauf. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr cool. Mir hat der erste Band richtig gut gefallen und ich weiß halt, dass die Reihe wirklich sehr beliebt ist. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die nächsten Bände. Ich mag auch den Zeichenstil wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall schon weitere bestellt, deswegen, ich freue mich echt auf Weiterlesen. Wirklich, mir hat der erste Band so gut gefallen. Deswegen wieder vielen Dank für die Empfehlung dazu. Weiter geht's mit Egmont. Hier habe ich 7 Bände gelesen, aber wieder 6 von einer Reihe. Und wer mein letztes Lesemonatsvideo gesehen hat, der weiß, welche Reihe es sich vielleicht handelt, weil ich davon ziemlich viele Bände noch da habe. Und zwar ist die Rede von Love is War und hier habe ich die Bände 5 bis 9 gelesen und ja, ich finde die Reihe so cool. Ich mag es echt so, so gerne. Ich muss hier gerade mal erstmal sortieren, aber auf jeden Fall, ja, ich kenne immer noch alles, also es ist für mich noch nichts Neues. Der Anime geht leider Gottes ziemlich weit, was ja eigentlich gut ist, aber ja. Es ist halt manchmal ein bisschen blöd, wenn man alles schon kennt. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier teilweise Geschichten, die ich noch nicht kenne. Was ich dann doch sehr gut finde. Ich mag immer, wenn ich so ein bisschen, also ich liebe es, wenn ich von Geschichten, die ich mag, einfach alles aufsaugen kann. Deswegen freue ich mich darüber. Aber ich bin wirklich gespannt, wenn ich an die Stelle komme, wo halt der Anime auch endet und wo ich dann endlich mehr erfahre. Aber auf jeden Fall, ja, kann ich die Reihe nach wie vor empfehlen. Hier ist es jetzt so, dass ich da angelangt bin, wo das Sportfest stattfindet, zum Schluss an der Schule. Und hier geht es dann eher um unseren anderen Charakter. Der ist hier auch irgendwo drauf. Und zwar ist es dieser hier, Ishigami. Und der hatte ja dann auch eine etwas schwierigere Vergangenheit. Und das wird dann hier so ein bisschen erklärt, was da so, ja, vor sich ging und wie er damit umging. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich gut. Auch dieses Sportfest mochte ich sehr, sehr gerne. Es gibt hier so viele witzige Geschichten und ja, ich kann die Reihe wirklich sehr empfehlen, wer Comedy mag und auch Romance, der ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ich finde die Geschichte so toll. Ich freue mich einfach echt aufs Weiterlesen und ja, ich habe ja noch genug da, deswegen kann ich noch ordentlich was verschlingen und das freut mich natürlich sehr. Dann habe ich ein Einzelband gelesen und zwar Snow Fairy und das ist ein Boys Love und ich hatte irgendwie Lust auf so einen schönen Einzelband, deswegen habe ich gedacht, ach,
warum nicht? Auch mal ein Boys Love. Also ich fand die Geschichte auch wirklich sehr, sehr schön. Hier geht es um einen Jungen, der auf dem Land lebt. Und der trifft dann auf ihn hier. Er ist so Tierfotograf und kommt aus der Stadt und hat so gesehen keine Unterkunft. Und er nimmt ihn dann auf. Und möchte unser Protagonist, der auf dem Land lebt, glaube ich, auch ganz gerne die Welt sehen. So wird es zumindest vermittelt, aber er kann halt nicht von seinem Land weg, weil er so gesehen dafür zuständig ist, den alten Leuten zu helfen. Und so gesehen kann er dann die Welt von außen sehen durch den Tierfotografen. So, das ist so ungefähr die grobe Geschichte. Und hier geht es dann darum, wie sich die beiden halt näher kommen. Ja, ist wirklich ein ganz süßer Boys Love. Hier geht es halt wirklich nur um Romance. Hier passiert auch nicht mehr. Ich fand die Geschichte wirklich niedlich. Ja, aber mehr jetzt halt auch nicht. Ist wirklich eine ganz süße Romance-Geschichte. Ich mag das Setting auch sehr, sehr gerne und der Zeichenstil ist wirklich sehr, sehr schön. Auch die Charaktere finde ich ganz gut. Deswegen kann man auf jeden Fall empfehlen für zwischendurch. Kommen wir zu Carlsen. Hier habe ich 8 Bände gelesen. Und zwar macht den Anfang One Piece Band 16. Und holy, ich bin erst bei Band 16, wenn ich weiß, was da noch mir bevorsteht, dann denke ich manchmal, was hast du dir eigentlich angetan? Aber ich muss sagen, ich freue mich halt auch jedes Mal, wenn ich ein Band lese. Weil hier bin ich jetzt gerade da, wo Chopper so gesehen rekrutiert wird. Und ach, ich finde die Geschichte, die er hat, wirklich sehr, sehr traurig. Also hat auch wieder mein Herz berührt, muss ich sagen. Und ich mag ganz besonders diese Anfangsgeschichte von One Piece. Ich glaube einfach, weil es mich halt so doll an meine Kindheit erinnert, weil ich wirklich als Kind schon viel One Piece geguckt habe. Und deswegen freue ich mich da so in Nostalgie zu schweben und das alles nochmal so in mich aufzusaugen. Ich kann das ja sehr empfehlen, aber ich kann auch verstehen, wenn man One Piece halt nicht anfangen möchte, weil es einfach krass ist, wie viele Bände es noch gibt. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal auf dem aktuellen Stand kommen soll. Na gut, wenn ich jetzt noch mehr lesen würde, würde man das, glaube ich, schon in naher Zeit schaffen, aber da ich noch so viele andere Sachen habe, die ich auch mal lesen möchte, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich freue ich mich jedes Mal, wenn ich ein Band lese und ich werde immer peu à peu was lesen und mich immer daran erfreuen, deswegen mache ich da ganz entspannt. Dann habe ich 5 Bände von einer Reihe gelesen, und zwar den Schuber von Attack on Titan mit den Bänden 21 bis 25 und hier zeige ich euch erstmal nochmal den Schuber, der auch sehr cool ist. Ich finde die Schuber von Attack on Titan wirklich sehr cool, muss ich zugeben. Auf jeden Fall hat dann hier der 25. Band auch so einen Umschlag bekommen, wo ich das Cover vom Umschlag definitiv besser finde. Aber auf jeden Fall, ich würde euch immer so, so gerne sagen, wo genau ich bin, aber ich habe immer Angst, dass ich die Leute spoilere. Und deswegen kann ich nur grob sagen, dass halt ein Zeitsprung in den 25 Bänden passiert ist und es so gesehen politischer wird. Und ich muss zugeben, dass mir dieser politische Aspekt, der jetzt kommt, also es gab ja auch so eine politische Konfrontation innerhalb der Mauern, jetzt ist es außerhalb der Mauern. Und innerhalb der Mauern fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Nur das, was da außerhalb der Mauern ist, das gefällt mir nicht so gut, muss ich zugeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt die Leute, die auch Attack on Titan kennen, wie ihr das seht. Ich bin gespannt sowieso, wie es ausgeht. Ich werde das eh zu Ende lesen. Also nichtsdestotrotz eine großartige Geschichte. Aber ich bin so ein bisschen genervt von wie so gesehen die Titanen, was die eigentlich sind. Und ich habe es mir halt anders vorgestellt, aber manchmal kann man halt auch immer nicht das haben, was man möchte. Ich bin auch ziemlich anspruchsvoll, was das so angeht und da war ich halt so ein bisschen Aber grundsätzlich ist es wirklich eine super gut durchdachte Geschichte. Also alleine, wie die Eltern von Eren durchdacht sind und wer da in Verbindung steht und was das bedeutet und Rassen, Klassen und die Titanen, all sowas, ne? Also da ist wirklich, das ist super krass, wie man sich das alles ausdenken kann. Aber manchmal hat man halt dann auch so einen gewissen Geschmack oder eine gewisse Vorstellung, wo man halt dann denkt, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz weiß man ja auch nicht, wie das denn alles weitergehen wird. Da bin ich sehr gespannt, was da noch so passiert. Also kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Hier ist übrigens das richtige Cover. Aber das finde ich, also das finde ich definitiv schöner, muss ich sagen. Grundsätzlich finde ich aber trotzdem die Bände immer sehr, sehr spannend. Also ich lese immer sehr gerne ein Band. Von daher, ich kann überhaupt noch nicht sagen, wie es ausgeht. Deswegen, ich freue mich echt weiter zu lesen. Ich habe die beiden letzten Schuber noch da und da werde ich mich definitiv demnächst dran machen, das zu Ende zu lesen. Dann habe ich einen weiteren Band von Arte gelesen und zwar Band 12. Und ich glaube, es wird richtig spannend in den nächsten Bänden. Weil hier ging es ja jetzt darum, dass Arte ein Porträt malt für eine Frau aus einem Königshaus, nämlich aus dem Königshaus
was jetzt Spanien ist, aber früher hieß es anders. Aber auf jeden Fall hat diese eine sehr tragische Geschichte. Die wurde jetzt in diesem Band hier erzählt und war wirklich krass. Boah, das liebe ich halt auch so, diese Mittelalter-Intrigen. Also man kann mich mit Intrigen und solchen Stories wirklich echt gut catchen. Ich weiß nicht, ich stehe da halt hart drauf. Aber auf jeden Fall war das wirklich sehr, sehr spannend. Und es scheint jetzt in den nächsten Bänden passieren zu können, dass Arte gewisse Probleme bekommt, weil sie Kontakt mit dieser Frau die ganze Zeit hatte, wo sie ja eigentlich den Auftrag hatte, das Porträt zu malen. Aber ja, in der damaligen Zeit ist es halt so, dass viele Leute machen konnten, was sie wollen. Also von daher, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Bände. Auch wird Arte ihren Gefühlen immer mehr bewusster zu ihrem Meister, obwohl sie das ja eigentlich weiß, aber sie möchte es jetzt halt auch gerne ausdrücken, was auch okay ist. Ich bin ja jetzt eher nicht so der Befürworter von dieser Liebesgeschichte, muss ich zugeben. Weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so mein Fall, keine Ahnung. Ich kann auch nicht richtig Gründe nennen. Ich finde einfach, irgendwie passt das nicht so gut dazu. Aber es muss ja auch nicht heißen, dass die beiden zusammenkommen. Es kann ja auch eine unerwiderte Liebe sein. Mal gucken, wie das so ausgeht. Aber auf jeden Fall, was ich auch noch sehr, sehr interessant finde, man lernt halt auch so viel aus der Geschichte und das liebe ich einfach. Hier wurde auch so gesehen eine öffentliche Obduktion mal durchgeführt, weil man dafür ja damals Erlaubnis brauchte von der Kirche, weil das natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist in Bezug auf Gott und so. Aber auf jeden Fall konnten dem so Künstler beiwohnen und halt auch Ärzte und das finde ich halt so interessant. Also was eine interessante Zeit, muss ich zugeben. Deswegen, ich liebe die Reihe, kann sie wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Ich freue mich auf die nächsten Bände und ich glaube, es wird richtig spannend und oh, da freue ich mich mega drauf. Kommen wir zum letzten Band für diesen Lesemonat und zwar habe ich angefangen Hiraeth, Heimweh nach Endlichkeit, Band 1 und ja, ich muss zugeben, ist nicht mein Fall, muss ich wirklich zugeben. Ich habe jetzt auch, also den Band werde ich auch abgeben an eine Freundin, weil irgendwie hat er mich überhaupt nicht gecatcht. Ich finde die Thematik gar nicht so uninteressant, weil mich interessiert immer so Leben nach dem Tod und halt unsere Protagonistin, warum sie jetzt den Weg wählt, dass sie sterben möchte und so. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, aber irgendwie finde ich die Erzählweise wirklich sehr, sehr schleppend und das hat es mir so ein bisschen madig gemacht. Madig, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine Protagonistin, die ihre beste Freundin verloren hat und aufgrund dessen halt auch gerne sterben möchte. Und dies wird halt beobachtet von einem Typen, der nicht sterben kann und von einem Gott. Und diese beiden beschließen, sie davon abzuhalten. Und so gesehen wollen die drei zusammenreisen, um in das Totenreich zu kommen. Und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Gründe dafür, warum er dahin möchte. Und ja, hier folgen wir denen so auf ihren Weg. Und dort trifft man dann halt auf Menschen, die gerade vielleicht auch demnächst sterben, so gesehen. Und das ist schon sehr interessant. Aber was ich halt nicht mag, erstens die Charaktere. Ich finde die Protagonistin sehr, sehr, sehr anstrengend und ihre Einstellung dazu und wie sie mit Leuten umgeht, mag ich nicht so gerne. Dann mag ich den Gott nicht wirklich gerne, weil der halt eher sehr gleichgültig wirkt und sehr charakterlos. Den einzigen, den ich mag, ist der Unsterbliche, weil der halt wirklich einen relativ aufgedrehten Charakter hat und einen starken. Aber irgendwie hält mich das nicht so an die Geschichte und ich glaube, das wäre so eine Reihe, wo ich echt nicht so Lust hätte, weiterzulesen oder generell, wenn ein Band da ist, eher so, oh, jetzt muss ich den lesen. Deswegen gebe ich den ersten Band wieder ab. Schade, dass das Video jetzt eigentlich mit einer Enttäuschung endet, aber grundsätzlich war ja sonst alles gut. Ich finde, wie gesagt, die Thematik nicht schlecht. Ich glaube, es könnte auch vielen gefallen, aber bei mir war es halt einfach, die Erzählweise war einfach nichts für mich. So, das war's mit meinem Lesemonat für den Monat Februar. Und ich muss sagen, hier ist mein Stapel. Ich bin ganz zufrieden. Ich freue mich. Und ich habe ja auch noch super viele Manga da, die ich lesen kann. Deswegen, ich muss so ein bisschen meinen Schattenstapel mal wieder plätten. Aber ich bin ganz gut dabei. Deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was habt ihr im Februar gelesen? Was war euer Highlight? Und immer gerne empfehlt mir rein in den Kommentaren. Ich kaufe mir echt oft rein, die ihr mir empfehlt. Deswegen gerne her den Kommentar damit. Das würde mich sehr freuen. Natürlich würde es mich auch sehr, sehr freuen, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr mir ein Abo geben würdet und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Aber am meisten freue ich mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!